Hallo liebe Freunde des Farming-Spiels, hier sind wir wieder bei Mike Spielt Irgendwas und heute haben wir wieder was Neues und zwar aus dem unendlich großen Steam Next Fest Fundus. Eine Mischung aus Farming-Spiel und Dinos. Paleo Pines liegt ja nahe, Dinosaurier und Farming-Spiel. Aber ich finde eine interessante neue Kombination und sieht auch süß aus. Man landet hier als Kind-Jugendlicher auf einer geheimnisvollen Insel, auf der freundliche Dinosaurier herumlaufen. Und mit denen kann man dann ja eine Freundschaft eingehen, die kann man ja auch züchten und mit denen kann man dann seine Farmen bestellen, weil die helfen einem dabei. Hört sich komisch an, ist aber möglich. Wir fangen mal an, hier eine neue Figur zu erstellen. Ups. Ja, neues, wie man sieht, die Demo ist sowieso auch komplett in Deutsch, kann man sich kostenlos runterladen. So, die menschlichen Figuren sehen ein bisschen ulkig aus, finde ich, aber gut, ist immer Geschmackssache. Können wir hier irgendwas Hautton aussuchen. Nehmen wir hier eigentlich wurscht, was für eine Augenfarbe, aber so, was sollen wir hier machen? Oh, interessant. So, hier können wir uns eine Frisur aussuchen. Mit Mütze oder was ist das? Ja, noch im Angebot hier. Zopf auf einer Seite. Okay, auch interessant. Und nur so blaue Haare. So. Was können wir hier noch machen? Ein Hemdchen auswählen. Also die Klamotten. Das sieht ein bisschen so 60er-like aus, irgendwie, habe ich das Gefühl. Pullover war mir jetzt so warm auf der Insel. Ah, nehmen wir so ein Blüschen. Okay, dann könnten wir hier noch was machen. Sieht ja nach Schlafanzug aus. Erdbeerhöschen, okay. Und ein Röckchen. Röckchen ist auch niedlich. So. Wir haben auch komplette Outfits. Ja, das sieht natürlich ein bisschen mehr nach Farming aus. Ne? Hier haben wir so ein bisschen mit Regenmantel. Ja, das wird zu rosa. So rosa mag ich nicht eigentlich. Warum müssen Frauen immer rosa tragen? Früher war das eine Männerfarbe übrigens. Nehmen wir mal grün. Das passt vielleicht auch in die Gegend. Natürlich auch noch grüne Schuhe. So. Wie sollen wir sie nennen? Nennen sie einfach Jane, richtig deutscher Name. Aber was mit J, das können wir mal merken. So, ups, oh. Unser erster Dino. Okay. Tschüss. Ja, das erzählt ein bisschen, wie wir an unseren ersten Dino gekommen sind. Den kennen wir schon klein auf. Und jetzt ist er ein bisschen zu groß geworden. Ja. So, und jetzt ziehen wir sozusagen auf diese Insel, wo dieser Dino herkommt eigentlich. Auf den können wir auch reiten. Also schön bunt hier. So. Wie ist er da? Paleo Pines. Oh, Lucky, ist das genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bisschen bunt vielleicht. Nun, vielleicht nicht genau so. Es ist ein bisschen heruntergekommen, aber ist es nicht immer in diesen Farming-Spielen? Du hast recht, wir kriegen das schon hin. Aha. Flup. Okay. So spart man sich die Animation. Sehr schön. Puh, es war ein langer Tag. Wir sind dran geblieben. Gut gemacht, Lucky. Okay. Können wir drehen. Okay. Können Sie ein bisschen näher ran, oder? So, Lucky. Braver Dino. Hier, lass mir ein Leckerli für dich suchen. Du musst hungrig sein. Was haben wir denn hier? Aha. Saftiger Poppin. Ein saftiger Poppin, der den Appetit anregt. Okay. So, du kriegst hier einen Leckerli. Mampf.
Und dann pupst auch gleich. Sehr schön. Tut mir leid, Mädchen, das war der letzte. Genau, ein bisschen Verdauungsproblem kann das sein. Nun, ich habe sie nicht alle gegessen. Ihr wohl auch nicht. So. Was hast du gefunden, Lucky? Oh, sieht gemütlich aus. Genau wie dein alter Schlafplatz. Schau, da ist sogar ein Traumstein. Uah, genau, auch wieder. Apropos Schlafplatz. Es ist Zeit für mich, mir auch einen zu suchen. Gute Nacht, Lucky. Ja, also die Dinos, wenn sie hier so ein Gehege haben, dann brauchen die auch immer so einen Schlafstein. Mit dem können die dann hier dann auch pennen. Ohne geht's nicht. Die müssen noch einiges reparieren. Aber wir sind ja ein Kind mit handwerklichen Fähigkeiten, wie das immer so ist. Was ist das hier? Kümmern wir uns morgen drum. Das ist eine gute Einstellung. Machen wir alles morgen. Mal kurz umgucken. Okay. Wow, das ist eine riesige Sonne. Irgendwie alles komplett kaputt hier. Licht da. So. Oh, da ist etwas von der Leiter gefallen. Vielleicht kann Lucky mir helfen. Geröll. Läuft ein bisschen komisch, ne? Aber gut. Tut mir leid, Lucky. Ich weiß, dass du müde bist, aber ich brauche deine Hilfe, damit ich auch schlafen kann. Geht ganz schnell, versprochen. Na? So, jetzt geht's. Reiten geht dann relativ flott. Okay. So. Drücke, um das Geröll zu entfernen. Ich sagte doch, es wird schnell gehen. So. Flip. Du hast recht, erst ausruhen, morgen weiter erkunden. Gute Nacht, Lucky, aber diesmal wirklich. So, der pennt jetzt hier im Stehen. Gucken. Geh zur Leiter und drücke, um ins Bett zu gehen. Will aber irgendwie nicht. So, Tagebuch. Fortschritt speichern, schlafen gehen. Ah, okay. Da geht's dann weiter. Gepennt. Ist der knuffig. Uah. Guten Morgen, Lucky. Da ist er denn? Da hinten. Nächster Punkt, Frühstück. Na, hallo, dich nenne ich mal eine unerwartete Überraschung. Wer sind die denn? Siehst du, Owen, manchmal muss man einfach den Spuren folgen und schauen, wohin sie einführen. Ich werde verrückt. Marie, siehst du das? Ich sehe es, aber ich glaube, mein Auge spielt mir einen Streich. Ist das ein echter Paraso? Was? Parasaurolophus? Könnte man den nicht einfacher nennen. Er ist Lucky. Sie ist eine echte Schönheit. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es die Eile wert ist. Als ich die Spuren zum ersten Mal sah, wollte ich gleich lossprinten, aber... Ich habe mich zurückgehalten. Ich sagte mir, Mari, nicht ohne Owen. Selbst wenn er eine Stunde braucht, um seinen Kram zusammenzusuchen. Aha, das war doch keine Stunde. Nein, du hast recht, ihr zwei. Vorbereitung ist die halbe Miete. Jedenfalls ist es mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Und deine Parasaurolophus, wir haben keine mehr gesehen seit... jedenfalls, eigentlich haben wir noch nie einen gesehen. Noch nie? Oh, oh, du bist noch nicht nach Paleo Pines gekommen, weil du auf Herden von Parasaurolophus gehofft hast, die durch die Hügel galoppieren? Ja, eigentlich schon. Oh. Jetzt aber halt lang. Es gibt doch hier welche, oder? Zumindest nicht glauben wir das. Marie, hast du Spuren gesehen? Nun sicher, aber mehr auch nicht. Sie tauchen von Zeit zu Zeit auf, also müssten sie hier irgendwo sein. Stell dir vor, ein echter Parasaurolophus, der direkt hier im Viridian Valley lebt. Moment. Du hast doch vor, hier einzuziehen, nicht wahr? Ja und ja.
Ja, neue Nachbarn. Owen, hast du etwas mitgebracht, das als spontanes Einweihungsgeschenk herhalten könnte? Immer auch lustige Reittiere. Aber nun, ich hatte nur Zeit für eine spontane Feldstudie zu packen. Also drei von allem genug Kleidung für einen Monat? Ich habe zufällig genau das Richtige. Ein Journal. Echt jetzt, Owen? Eines deiner Journale? Ja, zufälligerweise. Ja, vertrau mir. Wenn man eine Farm gründet, muss man sich eine Menge merken. Und wenn es man sich aufschreibt, vergisst man es nicht. Das ergibt sogar Sinn. Hier, ich habe auch etwas für dich. Futter für Pflanzenfresser. Ah, eine Tasche voller Futter für Pflanzenfresser. Mehr habe ich auch nicht dabei. Außerdem sieht dieser Parasaurolophus sehr hungrig aus. Und ein Journal schmeckt nicht besonders. Das spinnt. Da wärst du überrascht. Was? Ja. Das gehört zu den besten Futtersorten für Pflanzenfresser, die man kaufen kann. Frisch von Corlans Raritäten im Überfluss. Aha, hier gibt's also auch einen Laden. Wenn du mehr davon oder etwas anderes suchst, schau dir in Pebbles Plaza vorbei. Das ist nicht weit weg und da gibt's alles. Schau unbedingt bei Marlo vorbei. Er wird dir alles besorgen, was du brauchst, um diesen Stall und den Rest deiner Farm zu reparieren. Owen, wie unhöflich. Was denn? Schau dich doch um, das ist der reinste Chaos hier. Wir sollten lieber gehen. Tut mir leid wegen Owen. Was? Was habe ich denn gesagt? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und viel Glück beim Einzug. Ja, viel Glück und vertrau mir, dieses Journal wird dein neuer bester Freund. zweitbester Freund. Also dann tschüssi. Aha. Okay. Auftrag, das Parasaurolophus-Phänomen und lerne die Menschen kennen. So, dann haben wir jetzt unser Journal. So, Lucky, unglücklicher Helfer. Wieso ist er unglücklich? So, Pflegeinfos, hat eine Koppel, einen großen Traumchen, hat Futterkoppel reinigen. Lieblingsleckerlis, Farbe ist Himmelblau, äußerst selten. So, okay. Lucky benötigt Aufmerksamkeit. Hier haben wir einen Kalender, Zeit, leicht bewölkt. So, leicht im Trias hier, oder was? Aufträge. Gib etwas Futter, besuche Pebbles Plaza, kaufe Futter, finde die Parasaurolophus, frage Owen nach Parasaurolophus. Und hier sollen wir noch weitere Menschen kennenlernen. Okay, und hier haben wir noch einen weiteren Kalender. Triessa Picknick, Knospentag. Das sind die Geburtstag, nennen die Knospentag. Ja, interessant. Schabernackfest. Okay. Tag der Weisheit. Interessant. Okay. So. Und du hast Kohlams, so wie es aussieht. So, Futter für Pflanzenfresser. Ne? Okay. So, dann lass es dir schmecken. Ne, ich wollte eigentlich absteigen. Moment, hä? Oh, die Stufe ist erhöht. Also können wir diesen Müll weg hier räumen. Okay. Das gehört anscheinend hier dazu. Hier ist auch noch Müll. Okay. Was ist das hier? Oder kann man das auch wegräumen? Moment. Er hüpft immer direkt weg, wenn man sich drehen will. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, jetzt habe ich ja schon mal reichlich Müll weg. So. Haben wir ja schon mal wieder was erledigt. So, das ist unser Inventar. Frühlingszwiebeln. Holz. Fasern, Steine und das Journal. So. Gibt's ja auch so die Minimap? Ah ja, okay. Aha. Hier gibt es also noch mehr Orte. Da scheinen dann wir zu sein. Hier gibt es noch was wie einen Springbrunnen, eine Mühle. Hier ist eine Brücke. Hier ist so Baumhäuser. Aha. So, ich dachte, du hast Hunger. Ist los? Was ist das hier eigentlich? Ein Sattel.
den irgendwie nehmen? Lucky hat schon einen Sattel. Okay. Ja, warum nicht denn da? Okay, das kann ich selber alles nicht wegräumen, sondern nur mit Lucky. Wie es aussieht. Jetzt ziemlich viel Zeug, wenn man wegräumen müsste. Eieiei, okay. Was ist das denn hier alles? Lauter kaputte Bäume. Ziemlich großes Gebiet hier. Machst du denn jetzt hier? Hm? So, erstmal streicheln. Na gut, wenn du keinen Hunger hast, dann können wir auch ein bisschen hier rumreiten. Dann machen wir erstmal den Müll hier weg. Das hier. Jetzt machen wir hier ein bisschen um in der Gegend. Meridian Valley. Oh. Sieht ja knuffig aus. Lauter Dinos. Ein Steinweg, der versperrt ist. Oh. Cool. Ein kleiner Triceratops, oder? Wo bist du? Oh, rennt weg. Und jetzt noch einer. Wer bist du? Naja. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Also man kann die zähmen oder mit denen Freundschaft anfangen, wenn man mit so einer Flöte spielt und die dann überzeugt. Da muss man allerdings, glaube ich, in der Farbe, wie die jetzt immer so abgeben, eine Melodie spielen. Das ist so nach Farben sortiert. Da kann man die kleinen Kärtchen hier überzeugen, dass sie mit einkommen. Mit den Freundschaft anfangen. Kann ich hier irgendwas pflücken? Nee. Und die sehen auch knuffig aus. Und wir reiten mal weiter hier. Tschüss, ihr kleinen Kerlchen. Was gibt's denn hier noch? Gehen wir in die richtige Richtung. Okay. Da sind wir wieder zurück. Müssen wir doch wieder zurück. Ich kenne mich noch nicht aus, bin neu. Aber die sieht schon knuffig aus. Da sind noch mehrere von denen auf dem Grün. Ja. Und da gibt es jetzt auch Töne von sich. Okay. Interessante Idee. Gut, da haben wir Pflanzenfresser haben wir gefunden. Schön. Hier ist ein Schlafstein, okay. Aber da pennen wir gleich ein. So, hier den nächsten Ort. Was, wie lag was? Hebbelbrücke. Ah. Was ist denn das für ein kleiner hier? Okay, der gibt auch seine Töne hier von sich. Das ist auch süß. Gibt's aber ganz winzig. Muffig, okay. Wen haben wir hier? Agami. Na, steht er nicht rum und glotzt. Komm rüber und sag Hallo. Okay. Deine Menschen kennen. Ah, du bist das Schnäuzelchen, das vor kurzem auf die Farm gezogen ist. Willkommen in Paleo Pines. Schnäuzelchen? Endlich, dieser Ort braucht eine Renovierung, wie ein Wuherumsaurus Wassermelon braucht. Ach so, ja, klar. Ich bin Agami, aber alle hier nennen mich nur Oma. Du bist bestimmt auf der Suche nach Pebbles Plaza. Ja? Komm, die alte Oma, stell dich der Nachbarschaft vor. Oh, wenn es dir nichts ausmacht, lass dein Reittier hier draußen. Wiegelnde Dino-Schwänze wären bei dem ganzen Krimskrams dann drin, große galoppierende Gallis. Ist das ein Parasaurolophus? Oder wie der nochmal heißt? Als ich das letzte Mal so angesehen habe, ging ich einem Oviraptor gerade mal bis zum Knie. Hier, okay, ich hoffe, der ist groß.
Ach, wie mache ich das vor? Ich gehe zu einem Oviraptor auch heute noch bis zum Knie, aber das mache ich mit Charme und Haaren wieder wett. Wie auch immer, dein Reittier muss hier draußen bleiben, auch wenn es ein Parasaurolophus ist. Wahnsinn. Ja. Flop. Tut mir leid, Lucky, ich bin nicht lang wett. Weg, warte hier. Kannst du mit den anderen spielen? Hier entlang, bitte. Tschüssi. Okay. Also ein bisschen hier Look Animal Crossing mit Dinos. Also teilweise. Willkommen in Pebbles Plaza. Wenn wir es nicht haben, brauchst du es auch nicht. Oder eher, wenn wir es nicht haben, hast du Pech gehabt. Ha, zumindest bis der Weg nach Dapplewood wieder frei ist. Warum dieses Problem, kümmern wir uns ein andermal. Pebbles Plaza ist ein Ort zum Sammeln und Handeln. Wenn du Nutzpflanzen, Samen, Holz und Stein hast, wird dir jemand etwas dafür geben. Außerdem kannst du hier alles gegen Muscheln eintauschen. Nutzen hier eine Art gemeinsame Währung. Hier hast du ein paar. Nutze sie, falls du das siehst, was dir gefällt. 50 Muscheln erhalten. Aber gib dich also auf einmal aus, ha? Komm, ich führe dich kurz herum. Da drüben ist mein Stand. Ich habe Samen für so ziemlich alles, von Kürbis bis Ananas. Oh, normalerweise jedenfalls. In letzter Zeit ist es eher eine magere Auswahl von Kartoffeln bis Kartoffeln. Habe ich erwähnt, dass der Weg nach Dapplewood blockiert ist? Bestimmt, oder? Oben auf dem Hügel findest du normalerweise Pippin, außer heute. Heute ist Backtag. Und Pippin macht Poppins. Pippin ist wirklich süß und Poppins sind, bilde dir am besten deine eigene Meinung. Ist der mit der Mütze dann? Schau einfach morgen wieder vorbei, dann bekommst du dort einen köstlichen Snack. Nun, dann war auf jeden Fall ein Snack. Wo waren wir? Ach ja, siehst du den Kerl da hinter mir? Das ist Cornen. Der mit dem Pullover? Wenn du etwas Bestimmtes suchst, ist Cornen die beste Anlaufstelle. Er hat alles von Blumen bis zu faserigem Gedöns. Gedöns, das finde ich auch mal eine interessante Produktklassifizierung. Gesprächig ist auch nicht gerade, aber ganz nett. Und seine Auswahl kann sich sehen lassen. Gesprächig muss er auch nicht sein. Und rechts von mir siehst du Marlo. Marlo, komm doch mal her und sag Hallo. Nee. Ich will aber nicht. Hallo, Jane ist gerade in die alte Farm gezogen. Ich habe davon gehört. Nettes Plätzchen, schön dich kennenzulernen. Marlo ist unser Waldarbeiter, kümmert sich um die Bäume hier. Und nicht nur das. Er kann so ziemlich alles aus einem Stock oder Baumstamm bauen. Wir nennen ihn auch den Kieferkönner. Hätte auch Zahnarzt werden können. Niemand nennt mich so, aber ich gebe zu, dass ich handwerklich ziemlich geschickt bin. Wenn du etwas brauchst, sag nur Bescheid, auch wenn ich ohne mein Werkzeug leider nicht viel ausrichten kann. Wo wir gerade dabei sind, weißt du schon irgendwas Neues über den Weg nach Dapplewood, Oma? Hab nicht nachgeschaut, aber man würde uns sicher informieren, wenn sich was ändert. Weg nach Dapplewood. Okay, nun, war jedenfalls schön, dich kennenzulernen, Jane. Da du die alte Farm wieder auf Vordermann bringst, kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Acker, Schaufel und Gießkanne. Okay. Glückwunsch zum Einzug. Aus starken Wurzeln sprießen reife Früchte. Hoffentlich. Ach, Marlo. Immer wenn ich denke, dass du nicht netter sein könntest, übertriffst du dich selbst. Hab noch einen schönen Tag. Ne, hau ab. So, ich sag doch, dass Marlo schwer in Ordnung ist. Die werden sich sicher als nützlich erweisen. Sobald ich die Zeit finde, schaue ich bei dir auf der Farm vorbei und zeig dir, wie man sie benutzt. Oh, jetzt sollte ich mir erstmal auf den Weg machen. Schau bei meinem Stand vorbei. Ich habe bestimmt was für dich. Okay. So viele Infos auf einmal. Das ist ein Dino hier. So, hier noch ein schwarzes Brett natürlich. Ein Styracosaurus studieren. Ich will eine Wette gewinnen, brauche dafür die Teils zum epidermalen Muster eines Styracosaurus brauchst. Aber sei gewarnt, dieser Dino hält nicht gern still. Was? Okay. Notizbuch verloren. Gut verloren. Der will wieder. Was? Verlieren immer alles. Fasern benötigt. Die ist aber sehr schlampig, oder? Verliert alles. Der will auch einen Koritosaurus studieren. Okay. Haben die für komische. Hallo, wer sind Sie? Ich habe mich an das Mäuschen gehangen. Es ist nicht so, wie du denkst. Hä? Okay. Gut. Hier ist die Oma. Da wären wir. Ich möchte dir etwas zur Begrüßung im Viridian Valley geben.
Karottensamen. Es sind Karottensamen. Ist nicht viel, aber besser als ein Zahn im Schwanz. Hoffentlich räumt bald jemand den Weg zu meinem Zuhause wieder frei. Mein Garten sieht bestimmt schon furchtbar aus. Siehst du noch etwas anderes, das dich interessiert? Guck mal, was hat die denn überhaupt hier? Und das ist unser Inventar. Also Kartoffeln, Karotten und dann ist Lauch, Frühlingszwiebeln. Ja, die haben wir aber schon. Kartoffelsamen. Ja. Nur war teuer. Gut, kaufen die einmal. Haben wir das auch gemacht. Tschüssikowski! Okay, Tschüssikowski. Hallöchen! Ich bin gerade schwer beschäftigt. Ja, ja, ich auch. Und du? Was zum... Wir wollen alle nicht reden. So. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hier alles um Stoff und so. Komm nicht hin. Okay, da haben wir schon die erste Bitch getroffen. Die können es nicht ausstehen, warum auch immer. Nur weil wir schönere Haare haben als sie. So. Das hier. So eine kleine Lounge-Ecke hier. Okay. Dann ist die Bibliothek hier. So aussieht. Im Freien. Und vielleicht regnet es hier nie. Weiß ich nicht. Wer hat der Mützen-Typ schon wieder? Was ist das für ein Problem? Kunstzubehör. Ja, was weiß ich, wir brauchen sowas. Okay. So, dann machen wir da oben da. So, mal gucken, was hat der denn hier in seinem Laden? Okay, kleiner Trog, Holztor, Holztor mit Seil. Aha. Also was wir wahrscheinlich brauchen, weil wir haben ja da, glaube ich, eine kleine Lücke im Zaun bei uns. So, das ist dann hier der Ort. Meteoriten schon mal? Okay. Wie ihr wollt. So. Hier geht's also. Hier können wir also shoppen. Warte, Jane! Ich war seit Jahren nicht mehr bei der alten Farm, aber nach dem, was ich so gehört habe. Nun sagen wir einfach, sie ist ein bisschen renovierungsbedürftig. Sie ist am Arsch. Ich will ja nicht prahlen, aber Renovierungen sind so etwas wie meine Spezialität. Wie wäre es, wenn ich dich nach Hause begleite? Dann können wir schauen, ob ich dir ein paar einfache Dinge helfen kann. Juhu! Okay, machen wir. Schon mal unsere erste Bekanntschaft. So. Ja, Lucky ist auch schon unterwegs hier. Wow, die alte Farm. Da werden Erinnerungen wach. Warum? Ich fühle mich ein wenig schuldig, dass sie so verkommen ist. Wenn du nur sehen könntest, wie es hier früher ausgesehen hat. Aber genug der Nostalgie. Mal sehen, wie schön dieser Ort wieder werden kann. Am besten fangen wir klein an. Vielleicht mit Luckys kleiner Zuflucht. Lass mich mal einen genaueren Blick darauf werfen. Würdest du in der Zwischenzeit ein paar Zaunpfosten suchen? Sie sollten hier irgendwo herumliegen. Zaunpfosten. Ja. So was hier zum Beispiel. Na, jetzt kann ich auch endlich was aufheben hier. Das scheint mir auch Zaunpfosten zu sein. So. Mehr haben wir nicht im Angebot. Das sollte reichen. Komm her und schau, ob du einen gefundenen Pfosten setzen kannst. Verwende dein Inventar, um den Zaunpfahl auszurüsten. Unser Ding. Okay.
drücke, um den Baumodus zu wechseln. Lass uns anfangen. Jawohl. Vorerst müssen wir uns mit diesen Felsbrocken abfinden, aber wir können ihm umgehen. Wege den Zaunfahren zum markierten Ort und drücke, um ihn zu platzieren. So, mit der Maus. Spitze! Und nun der letzte Schliff. Jede Koppel braucht ein Tor. Rüste das Tor aus und wechsle in den Baumodus. Ich habe ein Tor. Wo soll man das hin machen? Ist da irgendwas Festes? Ach da. Zack, okay. Also, das ist nicht mal eine gemütliche Koppel. Gute Arbeit, ob dein edles Rossi mal ausprobieren möchte. Wenn Lucky glücklich ist, dann sollten wir es auch sein. Übrigens muss diese Koppel nicht zwingend hier sein. Du kannst fast jederzeit woanders auf dem Grundstück platzieren. Es ist einfacher, die Koppel zu verlegen, als den Felsbrocken. Denn wenn wir Felsbrocken wegen könnten, wäre ich schon zu Hause. Los. Nun, ich muss los, aber ruf mich einfach, wenn du Hilfe brauchst. Tschüss, Jane. Tschüss, Lucky. Und da geht ihr. Okay. Auftrag abgeschlossen. So, wir haben jetzt hier eine Koppel. Ich glaube, die bist zufrieden hier. Futter hast du auch. Ja. So. Hüpfen wir hier mal weiter rum. Ist ja noch genug zu tun hier. Haben nicht genug Ausdauer. Okay. Wir sollen ja eh was die Gegend erkunden. Wo geht's denn hier lang? Ah, ist der Weg versperrt? Da hinten ist aber auch so ein blasser Dino, der da rumläuft. Noch ganz andere. Gut, okay. Da können wir also noch nicht hin. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier haben wir einen Aussichtspunkt. Was ist das hier? Forschungsmaterial oder sowas. Okay, Geräusche. Komm, wir hoppeln mal weiter. Hier ist ein kleiner Triceratops hier. Hübsch sieht es hier aus hier. Auch so schön bunt. Wo sind diese Baumhäuser? Kommen wir da hin? Ja. Was zu essen. Eiselbär. Eiselbeere entdeckt. Okay. Geschmack saftig, aromatisch. Mit der Schaufel einmal mehr düngen. Aha.
gibt mir noch direkt noch Infos über diese Dinge. Okay. Ah ja, so kann ich dann. Ach, hier kann ich dann eine Hacke was machen. Und schaufeln. Okay. Juhu, wir haben Preiselbeeren geerntet. Kann ich ja nicht irgendwie essen oder was? Weiter geht's. So, hüpfen kann ich nicht. Okay. So, wo sind wir hier jetzt gelandet? Da war irgendwie keiner. Hallöchen. Da kommen wir nicht hin. Gesperrt. Okay. Soll ich mir hier wahrscheinlich noch gar nicht angucken? Teile einer geheimnisvollen Statue. Könnte ich dir aber zu futtern geben, okay. So, Journal Lucky. Ah, das haben wir alles gemacht, okay. So, wie sieht's hier aus? Okay, so ein paar Sachen haben wir jetzt abgeschlossen. Ups, so, keine Ahnung, was wir hier dann haben. Was für einen versperrten Weg geredet. Na, hier kommen wir auch nicht so einfach durch. Okay, Weisheitsquarz. Ja. Was sind wir hier? Was sind die für welche hier? Laufvögel. Also, ja. Hoch an der Laufvögel eigentlich. Mhm. Den können wir schon auch irgendwas machen. Ah, sind wir wieder hier, okay. Diese kleine. Das ist auch einer im Busch. Das ist doch ganz winzig. Was seid ihr für welche? Hm? Nicht weglaufen. Nicht sehen. Hm, ich kann irgendwie nichts machen. Schade. Aber gut. Hier die kleine Triceratopse. So, da sind wir jetzt, da sind wir schon gewesen. Und hier wäre auch noch was.
Richtung Norden ist man dann. Hier lang. Hier wohnt auch noch irgendjemand. Ah, hier ist oben. Die Unordnung, tut mir leid, ich hatte heute keinen Besuch erwartet. Na, das stört mich nicht. Oh, so freundlich ich von dir. Also, wie ist das neue Haus? Hast du schon einen Plan ausgearbeitet? Ja, natürlich. Wunderbar, Planung ist der erste Schritt, wie ich immer sage, und meist auch der langwierigste. Danke fürs Vorbeischauen. Vielleicht sehen wir uns ja später in der Pebble Plaza. Also, falls ich jemand eine Aufgabenliste abgearbeitet bekomme. Wieso hast du schon Stress hier? Okay, der wohnt also hier. Der hat einen hübschen Ort ausgesucht. Hier direkt am See. Wollen wir ein bisschen spielen, Lucky? Lustiges Reintier. Ich verfasse gerade einen riesigen Eintrag über die Ernährung von Bucherosauriern und wenn ich das nicht sofort aufschreibe. So, das hätten wir. Danke fürs Warten. Ich konnte es einfach nicht riskieren zu vergessen, was ich gerade festhalten wollte. Es wurde schon viel zum Thema Dinosaurier dokumentiert, aber es ist trotzdem extrem wichtig, dass wir so viele Infos sammeln wie möglich. Warum? Oh, wir müssen noch so viel lernen. Meine Spezialgebiete sind Essgewohnheiten und Ernährungspräferenzen. Marie und ich würden eines Tages gerne alle unsere Erkenntnisse in Form eines Buchs veröffentlichen. Leider weiß ich nicht bei den meisten Projekten nie, wann ich mit dem Schreiben aufhören soll. Das ist schlecht. Ich glaube, und ich denke hier nur laut nach, das Geheimnis des Parasaurolophus wäre darin einfach der perfekte Höhepunkt. Also, wenn Fachbücher Höhepunkte hätten. Ich finde, ja, sie haben schon welche. Oh, keine Angst, Lucky ist sicher nicht der einzige Parasaurolophus hier. Auch wenn sämtliche Anhaltspunkte das Gegenteil vermuten lassen. Oh, nur keine Bange. Ich habe hier eine Kleinigkeit für Sie, da werden Sie sich bestimmt gleich besser fühlen. Möchtest du eine Mango? Ja, klar, warum nicht? Ich sah jetzt einiges über Ernährung von Dinosauriern, aber mehr Informationen habe ich leider nicht für dich. Vielleicht weiß Oma ja mehr zu diesem Thema, sie lebt schließlich am längsten hier. Dann schon seit der Steinzeit. Wie gesagt, ich denke nur laut nach. Du hast bestimmt viel zu tun, dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Dann Bongo heißt ein Streittier. Kannst du streicheln? Oh, tatsächlich. Da freut er sich. Okay. Naja, können wir nicht rein. Jetzt hier mal umgucken. Jetzt sind die hier. Tonfragment. Aha. So, wenn das gut ist. Okay, interessant. Wo magst du denn eine Mango? Lucky. Mampf, Mampf, Mampf. Mag anscheinend. Süß. Okay. Floppity. Okay, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg hier. Dann haben wir das hier auch gesehen. Wir gehen mal wissen, wo diese Mühle ist, die dann auf der Karte abgebildet ist. Kann man sich hier hinsetzen. Ich komme nicht weiter. Da gibt es auch noch sehr viel Gelände hier. Die Richtung eigentlich. Okay. Ja, so im Ganzen sieht das schon mal recht nice aus hier. Das mit den Dinos ist auch eine lustige Idee. Hier gibt es Löwenzahn. Wie gesagt, die kann man zähnen, zum Zähmen, zu Bauarbeiten benutzen. Man kann mit den kleinen Triceratops in den Graben unsere Felder umgraben, kann die
tollsten Sache machen, zusammen mit unseren kleinen Dinos. Die sind sozusagen unsere Maschinen hier und unsere Freunde. Genau. Und ja, mit denen können wir dann hier ein paar Lego Pines dann arbeiten. Das ist auch schon wieder so ein kleiner Triceratops. Und irgendwann müssen wir dann noch lernen, wie wir die zähmen oder mit denen Freundschaft machen können. Das macht man mit so Musik. So eine Flöte. Da muss man dann die richtigen Melodien immer spielen. Das habe ich natürlich jetzt hier in der Demo noch nicht raus. Ah, hier ist auch nochmal ein neues Gebiet. Okay. Das ist hier wahrscheinlich hier dieser Steinschlag, von dem die anderen reden. Oder so. Genau. Da waren wir schon. Gut, dann gucken wir hier nochmal weiter oben. Ich hoffe, euch hat euch gefallen hier, dieses kleine angespielt. Von der Demo, ihr könnt euch kostenlos auf Steam runterladen und auch mal hier reinspielen. Ein paar Lego Pines. Wie man hier auch an der Demo schon sieht, das wird auch in Deutsch erscheinen. Also wir haben sowas Knuffeligen mit Dinos, Farming und so weiter, Social, ein bisschen Lust hat. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht gerade so ein hektisches Spiel. Da kann man also auch gemütlich am Abend mal ein bisschen Stündchen spielen. Und sich an den süßen Dinos hier satt sehen. Ja, würde ich mal sagen, knuffige Spielideen mit Dinos das Ganze. Das ist ja auch putzig gemacht. Und würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich finde es auf jeden Fall echt knuffig hier. Also, vielen Dank und bye bye.